Im ersten Petrusbrief finden wir eine Aussage, die von gewissen Christen sehr häufig zitiert wird. Da lesen wir: Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Vers wird häufig so interpretiert, als ob der Feind eine gigantische Macht hat, sehr gefährlich ist, völlig überwältigend ist und mehr oder weniger willkürlich da Leute verschlingt. Das steht da aber nicht. Das steht da nicht. Hier heißt es, dass er sich wie ein brüllender Löwe benimmt. Die Bibel sagt nicht, der Feind ist ein brüllender Löwe, der umhergeht und so weiter, sondern es heißt, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Wahrscheinlich ist er gar kein brüllender Löwe. Es ist zumindest ein wichtiger Aspekt in diesem Text. Ein Prediger hat mal gesagt, eigentlich kann man ihn sich eher vorstellen wie eine Maus mit einem Mikro. Er stellt sich nur so als brüllender Löwe. Er tut nur so. Ein anderer Aspekt in diesem Vers ist, er sucht, wen er verschlingen kann. Ja, warum muss er denn eigentlich suchen? Wenn er so mächtig ist, könnte er ja überall rumlaufen und willkürlich Leute verschlingen. Nein, er muss suchen, wo er jemanden findet, der sich verschlingen lässt. Er muss suchen, wo er jemanden verschlingen kann. Wenn du nicht bereit bist, dich von ihm und seinen Machenschaften verschlingen zu lassen, manipulieren zu lassen, beeinflussen zu lassen, vereinnahmen zu lassen, dann wird es nicht gelingen. Wenn du widerstehst, dann wird er das nicht tun können. So, der Feind muss suchen, er muss sich verstellen, er muss irgendwie was machen und gucken, dass er Leute findet, die er übernehmen kann. Wenn du das nicht willst, wenn du sagst, nein, ich weigere mich, dann wird es ihm nicht gelingen. Ich habe mal ein Buch gelesen, da hat das ein Autor ganz interessant gesagt. Er hat gesagt, du kannst es dir vorstellen wie Gitterstäbe. Da ist dieser Löwe, wenn es denn einer ist, auf der einen Seite und du bist auf der anderen Seite. Die Gitterstäbe haben eine gewisse Entfernung voneinander und der Löwe kann nicht durch. Aber du als Mensch kannst zu ihm in diesen Käfig hineingehen. Er versucht jetzt, dich dazu zu bringen, in den Käfig zu bringen, damit er dich sozusagen verschlingen kann. Aber wenn du nicht bereit bist dazu, brauchst du das nicht zu tun. Du kannst dich umwenden, du kannst weggehen, du kannst frei sein. Er versucht und versucht und versucht, dich dazu zu bringen, dass du dich in den Käfig hineinbewegst. Er sucht, wen er verschlingen kann. Nimm einfach Position ein, sag, nein, ich werde mich vom Feind nicht beeinflussen lassen, ich werde mich nicht manipulieren lassen, ich werde ihm keinen Raum geben, ich werde nicht zu ihm hingehen. Nein, ich wende mich um und gehe zum Herrn. Ich renne zum Herrn. Der Feind wird es nicht verhindern können. Der Feind wird es nicht verhindern können. Ich glaube, dass das ein Wort ist für einige von uns, was wir wirklich beherzigen müssen. Was wir wirklich wissen müssen. Mach den Teufel nicht zu groß in deinem Leben. Und vor allen Dingen, gib ihm nicht zu viel Raum. Geh nicht in seine Richtung, sondern wende dich ab und renn zum Herrn. Der wartet auf dich mit weit ausgebreiteten Armen. Freut sich, wenn du zu ihm kommst. Denn Gott hat mehr für dich.